Herzlich willkommen im UNESCO Biosphärenreservat Rhön. Wir möchten Sie heute einladen, das Rote Moor kennenzulernen. Dabei handelt es sich um eine herausragende und faszinierende Naturlandschaft in der hessischen Rhön. Da wir die Informationen gerne an alle, also auch an gehörlose und ertaubte Menschen weitergeben möchten, haben wir zwei Rhön-Freunde gebeten, dies für uns zu übernehmen. Stefanie und Tobias Uhl leben mitten in unserem Biosphärenreservat in Poppenhausen an der Wasserkuppe. Sie sind selbst gehörlos und freuen sich, Ihnen diese Besonderheit aus Ihrer Heimat persönlich vorstellen zu können. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir stehen hier in Gersfeld, einer kleinen Stadt in der Rhön. Es ist ein so schöner Herbsttag heute und genau die richtige Jahreszeit, um Ihnen das Rote Moor zu zeigen. Es liegt mitten im Biosphärenreservat Rhön. Möchten Sie es sehen? Dann kommen Sie mit uns. Hier geht es los. Das Rote Moor ist ein Naturschutzgebiet. Seit 1979. Es ist eines der größten Schutzgebiete in Hessen. Hier leben besondere und selten gewordene Pflanzen und Tiere, die geschützt werden müssen. Dieser schöne See liegt am Rand des Moores. Das eigentliche Zentrum liegt aber weiter hinten. Auf dem Übersichtsbild können Sie unseren Standort sehen. Dieser See wurde künstlich angelegt. Warum? Weil die Menschen früher aus dem Moor viel Torf herausgeholt haben. Sie haben Gräben angelegt, durch die das Wasser ablief. Das Moor sollte trocken werden. Die Menschen haben damit viel kaputt gemacht. Heute wollen die Naturfreunde, dass das Wasser im Moor bleibt. Deshalb haben sie einen Wall gebaut. Auf diesem Wall stehen wir gerade. Und durch ihn kann das Wasser aus dem Moor nicht mehr ablaufen. Das ist gut, denn ohne Wasser gibt es kein Moor. Der See wächst aber langsam zu. Das ist nicht schlimm. Am Rand des Sees wachsen Pflanzen, die Schwingrasen heißen. Diese Pflanzen wachsen immer weiter in den See hinein. Das ist wie eine schwimmende Wiese. Wer darauf tritt, versinkt. Aber was ist nun eigentlich ein Moor? Dieses Moor hier ist ein Hochmoor. Es wächst von unten nach oben. Wir haben euch etwas mitgebracht, um es besser erklären zu können. Das Moor ist wie ein Schwimmbecken.
Der Teller soll das Becken darstellen. In ihm sammelt sich Regenwasser. Auf der einen Seite des Beckens liegt die Wasserkuppe. Auf der anderen Seite der Heidelstein. Von diesen und anderen Bergen her fließt regelmäßig Regenwasser in das Becken. Der Boden des Beckens besteht aus einer festen Tonschicht. Da kann das Wasser nicht durchsickern. Aus dem stehenden Wasser wachsen dann Gras und andere kleine Pflanzen heraus. Größere Bäume können ja im Wasser nicht wachsen. Und wenn nun im Winter eine dicke Schneeschicht auf den kleinen Pflanzen liegt, werden sie unter Wasser gedrückt. Sie bekommen keine Luft mehr, sterben ab und werden matschig. Aus diesem Matsch wachsen wieder neue Pflanzen heraus, die im nächsten Winter wieder unter Wasser gedrückt werden. So entsteht allmählich das Moor. So wächst das Moor vom Beckenboden nach oben. Jedes Jahr ungefähr einen Millimeter. Das Rote Moor ist schon 6000 Jahre alt. Es ist daher schon 6 Meter aus dem Becken herausgewachsen. Und so sieht das heute aus. Der Schwamm soll den Moorkörper darstellen und der Teller das Becken. Jetzt versteht ihr auch das Wort Hochmoor. Das Wasser steht in einem Hochmoor immer bis zum oberen Rand. Deswegen ist das ganze Moor wie ein nasser Schwamm. Weil es im Moor so nass ist, gibt es hier einen festen Bohlenpfad. Da behält man trockene Füße. Das hier ist der feuchte Torf. Schaut genau hin, ihr könnt darin alte Pflanzenteile erkennen, die im Wasser nicht ganz verrottet sind. Die Birken, die hier überall herumstehen, sind oft in Moorgebieten zu sehen. Sie wachsen aber nur am Rand eines Moores, weil es dort nicht so feucht ist. Sie heißen Karpatenbirken. Es sind besondere Bäume, weil sie in wilden und krummen Formen wachsen. Dieser abgestorbene Baum hat eine Form wie ein Herz. Hier im Moor kann man viele interessante Formen entdecken. Und wenn es neblig ist, ist es manchmal etwas gruselig. Hier an dieser Stelle kann man sehr gut verschiedene Beerensträucher sehen. Hier wachsen die Heidelbeere, die Rauschbeere und die Krähenbeere. Rauschbeere und Heidelbeere kann man leicht verwechseln. Wenn Menschen Rauschbeeren essen, fühlen sie sich oft sehr schlecht. Manchmal bekommen sie richtige Rauschzustände, daher der Name Rauschbeere. Also besser keine Beeren im Moor pflücken. Aber es sind trotzdem sehr schöne Pflanzen. Besonders, wenn sich ihre Blätter im Herbst rot färben.
Deshalb heißt unser Moor übrigens auch das Rote Moor. Es gibt aber noch viele andere tolle Pflanzen hier, zum Beispiel das Wollgras. Die Blüten an den Stängeln sind weiß und ganz weich. Man kann das Wollgras vom Frühling bis zum Sommer blühen sehen. Ganz toll ist auch der Sonnentau. Das ist eine fleischfressende Pflanze. Sie kann wirklich Insekten fressen. Der Sonnentau bildet eine klebrige Flüssigkeit auf seinen Blättern. Das glitzert so schön, dass die Fliegen angeflogen kommen und sich darauf setzen. Dann kleben sie fest und ersticken. Schließlich saugt der Sonnentau die Nährstoffe aus dem toten Tier. Schau, da hinten, da ist das Moor noch ganz hoch. Da wurde nichts abgebaut. Damit sich hier nicht die falschen Bäume ausbreiten und das Moor überwuchern, sägen die Ranger vom Biosphärenreservat manchmal auch Bäume und Büsche ab. Seit den letzten Jahren wächst das Moor wieder. Jedes Jahr einen Millimeter. Dann ist es in ein paar tausend Jahren hier vorne wieder genauso hoch wie da hinten. Stimmt, da sollten wir dann auf jeden Fall noch einmal hierher kommen.